Den Weihnachtsmann mal im August zu sehen, darüber staunten viele Kinder und Erwachsene. Auf seiner Sommertour machte der Weihnachtsmann am Dienstagmorgen einen kurzen Abstecher in den Leipziger Zoo. Sofort wurde er von Kindern umringt, die ihm ihren Wunschzettel überreichen wollten. Aber der Weihnachtsmann war nicht nur wegen der Wunschzettel hier. Na, der Leipziger Zoo ist ja dafür bekannt, dass er ganz, ganz viele wunderschöne Tiere hat. Und der Weihnachtsmann ist gerade auf der Suche nach vielen Geschenken. Ich bin rund um den Globus unterwegs und weil ich sonst nie viel Zeit für die Tiere habe, habe ich mir gedacht, jetzt eine Patenschaft hier im Leipziger Zoo für eine Giraffe zu übernehmen. Für Max. Und darauf freue ich mich schon, Patenonkel von einer Giraffe zu sein. Für sein Patentier hatte er gleich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk dabei. Gemeinsam mit Zoodirektor Jörg Junhold und einigen Kindern fütterte er Max und die anderen Giraffen mit Möhren. Die Patenschaft selbst ist für den Leipziger Zoo aber eine wichtige finanzielle Beihilfe beim Artenschutz. Die Tierpatenschaft bedeutet, dass der Leipziger Zoo unterstützt wird. Es fließt eine Spende an den Leipziger Zoo. Es heißt aber auch, dass der Weihnachtsmann dann zu unseren Tierpatentagen kommen kann. Er wird die Urkunde hoffentlich in seinem Büro aufhängen. Und er zeigt damit natürlich die Verbundenheit mit dem Leipziger Zoo. Mit seiner Patenschaft möchte der Weihnachtsmann auf die vom Aussterben bedrohten Rothschild-Giraffen aufmerksam machen. Mit weniger als 2500 im Freiland lebenden Tieren stehen diese auf der roten Liste der stark bedrohten Arten. Bei der Entscheidung für eine Giraffenpatenschaft hatten seine Rentiere großen Anteil. Na, meine Rentiere, du weißt ja, Rudolf und seine Gesellen, die warten ja schon hier auf einer geheimen Wiese mit dem Rentierschlitten. Und Rudolf und seine anderen Rentiere sind natürlich meine allerbesten Freunde. Und Rudolf, ganz ehrlich unter uns, hat mir geraten, eine Giraffe als Paten zu nehmen, weil die einen langen Hals haben und vor allem, weil wir uns für den Artenschutz einsetzen wollen. Giraffen sind leider vom Aussterben betroffen, vor allem die Rothschild-Giraffen. Und Max ist eine Rothschild-Giraffe, die in Kenia, in Ostafrika, aber auch in Südafrika vorkommen. Und der Weihnachtsmann kümmert sich jetzt auch um diese Tiere. Nachdem er auch den Kindern noch eine Kleinigkeit geschenkt hatte, machte sich der Weihnachtsmann wieder auf zum Nordpol. Mit im Gepäck hat er neben vielen Wunschzetteln auch zahlreiche Eindrücke vom Leipziger Zoo.